Didacta TV mit dem vierten Messetag in 100 Sekunden. Ein ganz besonderer Tag auf der Didacta 2011. Zum fünften Mal wurden Menschen, die sich ganz besonders für die Bildung in Deutschland engagieren, mit dem Titel Bildungsbotschafter geehrt. Preisträger in diesem Jahr Dr. Klaus Kinkel und Sammy Deluxe. Der Vorsitzende der Telekom-Stiftung setzt sich intensiv für die Förderung der mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung ein. Vom Kindergarten über die Schule bis zur Lehrerausbildung. Der Rapper und sein Verein Crossover e.V. wollen die wachsenden Grenzen zwischen Kindern unterschiedlicher Stadtteile und Schulformen unter anderem mit gemeinsamen Workshops auflösen. Zwei ganz unterschiedliche Botschafter, die sich beide für mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Bildungschancen für alle Kinder engagieren. Trotz Bahnstreik, die Didacta 2011 erlebte auch heute wieder einen Besucheransturm. So waren auch die verschiedenen Symposien und Tagungen ausgesprochen gut besucht. Etwa der Aktionstag Alles nach Plan. Hier nahmen mehrere hundert Teilnehmer die Bildungsstandards für die Kitas und ihre Umsetzung kritisch unter die Lupe. Damit die Bildungspläne nicht auf der Ebene beliebiger Empfehlungen blieben, brauche es gesetzlich abgesicherte Rahmenbedingungen für alle. So die Frühpädagogin Renate Zimmer in der Eröffnungsrede. Zu einem außergewöhnlichen Ausstellungsort wurde die Messe während der Preisverleihung zum Schülerwettbewerb Ideen springen. Rund 1000 Schüler und Lehrer hatten mehr als 400 selbst entworfene Sprungschanzenmodelle mitgebracht. Die interessantesten zeichnete Kultusministerin Marion Schick aus. Wie können herausragende Leistungen von Lehrern belohnt werden? In der Diskussionsrunde zu diesem Thema gingen die Meinungen zwischen Philologen, Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger und GEW-Vorstandsmitglied Marianne Demmer erwartungsgemäß auseinander. Auch der Vorschlag des Bildungsforschers Dieter Hopf, nicht den einzelnen Lehrer, sondern komplette Schulen für gute Leistungen zu belohnen, stieß nicht auf einhellige Zustimmung. Einig war man sich lediglich darüber, dass es keine geeigneten Messinstrumente für Lehrerleistungen gibt. Weltmeisterschaftsfeeling dann beim Ausscheidungswettkampf für die Berufsweltmeisterschaft World Skills. Für die Teilnahme an der Endausscheidung in London entwickelten und bastelten 8 Mechatroniker-Teams pfiffige Konstruktionen. Am meisten überzeugte die Jury Tobias Dietrich und Christian Schweizer von Festo. Sie werden in die englische Hauptstadt fliegen. Deutliche Worte zum deutschen Schulsystem fand schließlich der frisch gekürte Bildungsbotschafter Sammy Deluxe. Ich glaube, das Schulsystem sollte auch eher darauf geeicht sein, Individuen zu fördern und nicht einfach immer nur eine Masse und jeder, der irgendwie unter dem Schnitt ist, fällt einfach durch, muss in eine Sonderschule. Ich glaube, wir brauchen eine komplette Schulreform und zwar nicht im Sinne von jetzt irgendwie 12 Jahre statt 13 Jahre, sondern komplett das ganze System, wie es jetzt steht, einmal zerknüllen, das Papierblatt, wo es draufsteht und sagen, so funktioniert es ab morgen.